Ja, hallo. Moin Leute. Ich habe ein interessantes Video nochmal ausgegraben, was ich mir nochmal angeguckt hatte. Es ist schon einige Jahre alt. Es ist sehr interessant, dass ihr vielleicht auch ein paar Leute wiedererkennt. Ich zeige mal ein paar Ausschnitte. Ich kann das Video, das ist wahrscheinlich absichtlich gesperrt, dass man es nicht runterlädt oder so. Aber das ist nicht so schlimm. Ich hänge euch einfach diesen Link von diesem Video unter das Video. Klickt es an, guckt euch das Ganze an. Es ist also frei zu sehen. Man kann natürlich auch was das kaufen, das Ganze, das ist noch ein bisschen größer. Aber ihr könnt euch das kostenfrei angucken. Und das ist eine spannende Sache. Ich zeige mal so ein paar kleine Ausschnitte. Seuchenmatten und. Ich weiß nicht, ob sie die Vögel durch die Seuchenmatte durchschicken wollen oder was. Weiß ich nicht. Ich kann Ihnen die Geschichte von Insel Ummanz erzählen. Ein Spatz im Garten, tot. Was macht der Besitzer des Gartens? Er ruft beim Katastrophenstab an. Er sagt, bei mir im Garten nicht ein toter Vogel. Dann sagen sie, was ist das denn für ein Vogel? Ein Spatz. Dann haben die gesagt, nö, dann. Ja, nee, sagt er, wir sind angewiesen worden, alle toten Vögel zu melden. Und ich bestehe darauf, dass sie rauskommen. Dann sind sie rausgekommen vom Amt, von Polizei, Feuerwehr und die Bundeswehr und haben den toten Spatzen geborgen. Und er hat sich hingestellt und hat gesagt, sag mal Leute, seid ihr noch ganz dicht? Wortwörtlich. Und wissen Sie, das beschreibt vielleicht die Szene am besten. Und die nächste Szene ist an der Bushaltestelle in Vase, dass eben ein Bundeswehrsoldat fünfmal einen toten Schwan in eine Tüte packen muss, weil die Kameraeinstellung nicht gestimmt hat. Holen Sie nochmal raus, können Sie. Grobe ein leichtes Opfer. Doch es gibt noch einen weiteren Faktor bei der sogenannten spanischen Grippe, der von Impfbefürwortern nur allzu gern ignoriert wird. Im Ersten Weltkrieg gab es bei den Soldaten beider Seiten Massenimpfungen. Interessanterweise noch vor Ausbruch der Grippe. 1918 wurden diese Impfungen dann auf Zivilisten ausgeweitet mit der Behauptung, dass von den heimkehrenden Soldaten eine Infektionsgefahr ausginge. Laut den Augenzeugenberichten sind nur Geimpfte an der spanischen Grippe erkrankt. So schreibt die Autorin Eleonora McBean in ihrem Buch Vaccination Condemned, verdammtes Impfen. Soweit ich herausfinden konnte, erkrankten nur Geimpfte. Diejenigen, die die Injektionen abgelehnt hatten, entgingen der Grippe. Auf Anweisung der Regierung für 20% ihrer Bevölkerung einen Vorrat an Tamiflu beschaffen. Eine riesige Geldverschwendung, beziehungsweise eine gigantische Umverteilung von den Taschen der Steuerzahler in die Taschen der Pharmafirmen. Das sieht auch der Arzt Dr. Köhnlein so. Wieso das im Falle der Vogelgrippe jetzt so hochgespielt worden ist, das Thema, ich glaube, da muss man wirklich überlegen, wem nutzt das Ganze? Und da. Ich denke, das reicht. Guckt euch den Film an. Er ist auch wirklich witzig gemacht. Echt gut. Es ist ein trauriges Thema, aber es ist sehr gut rübergebracht. Guckt euch das an. Es ist spannend. Es hilft euch wahrscheinlich für weitere Entscheidungen in der nächsten Zeit, nächsten Monate, was auch immer. Das soll es schon gewesen sein. Macht's gut. Macht euch eure eigenen Gedanken, lernt selber, übernehmt die Verantwortung für euch selbst. Das kann auch gar kein anderer tun. Also macht's gut, das soll schon gewesen sein.